liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Wir sind hier im Schlacht um Gilneas, wollen wir einstellen hier. Genau, Brot haben wir noch vom letzten Mal. Ja, ich hatte eben schon eins gemacht. Ja, habe ich das noch hier, brauche ich nichts neu. Das Hammer, genau, klick, 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 klick. Schlacht um Gilneas, das heißt, wir haben hier wieder drei Stützpunkte, wovon es am idealsten ist, wenn man die meiste Zeit 2 hält, weil man sonst nicht gewinnt, weil hier gibt es keine Flagge, wie im, oder Lore, sondern nur die Punkte. Ja, 10 gegen 10, hat sich irgendwas verändert? Nö, Talente sind gleich, Glyphen sind gleich, Items sind auch gleich, sogar das Mog-Set ist gleich, ist richtig beständig heute. Mann, Mann, Mann. Gucken wir mal, was das heute für eins wird. Was ist mit unseren Leuten hier? Die machen an sich einen guten Eindruck, bis auf eine Person. Das ist jetzt weniger. Gut, ich weiß jetzt nicht, wer von denen Ausdauer-Trinket hat, um das live zu pushen. Um den Einschein zu haben, dass es besser ist als gedacht. Als es eigentlich ist. Gegner machen jetzt nicht so einen tollen Eindruck, aber... Ja. Sogar Deutsche diesmal. Tatsächlich. Und sogar einer. Einer von meinem Server. Das ist ganz selten auf Ali-Seite. Man munkelt, dass die ganzen Allianzler auf meinem Server dass es Hordler sind. Aber das stimmt auch nicht. So, was haben wir denn da alles? 2 Schurken, 2 Frostmagier. Die mag ich schon mal gar nicht. Ein Rett ist sogar dabei. 4 Pallis. Ich bin ja begeistert. Ich hatte gestern Abend noch im PG, da waren es. Oh, jetzt hat er schon wieder mit den Leisten rumgesponnen. Ja, ich bin eben aus dem PG geflogen. Und da hat er, hat er rumgesponnen. Das hat nämlich wieder die 2 Sachen nicht angezeigt und das lasse ich mir immer anzeigen. So, wir gehen rüber zum Wasserwerk. Genau, der Step Diner. Den Buff da drin kann ich nicht holen, weil ich komme nicht rein. Dafür bin ich als Dauer auf dem Mount zu groß. So, da kommen auch alle. Ja, so ziemlich. Wahrscheinlich. Gut, die haben 2 Schurken. Es könnte passieren, dass wir Mine verlieren. Gleich zu Beginn. So, was geben wir denn da? Da ist ein Mage. Ja, der hat schon mal weggeblinkt. Wo ist denn ein Heiler von denen? Gehen wir doch mal auf den da, ha? Ja, gut, da kriegt man gleich schon mal Damage rein. Ach, du heiliger Strom. Da können wir gleich schon bauen. Das bringt nichts. Weg, unsere. Dann. Gegner ein Tod? Vielleicht. Solange ich geheilt werde, der kriegt man eine Belieb-Bubble, der kriegt einen Kick. Judgment. Final Verdict. Blink. Oh, jetzt ist der Arsch da drin, denn ist scheiße. Da gehe ich auf den Red lieber, denn. Ja, komisch. Bis ich da drin bin, bin ich wahrscheinlich tot. Bubble der? Nein. First Blood. Du kriegst eine Belieb-Bubble. Du kriegst ein Divine Storm, oder die Smoke ist daneben. Aus Fisch gehabt. Den müssen wir heilen. So, und wir haben Ding noch. Wir haben, wie heißt es, Mine noch? Schnell zur Mine. Weil ich den Chat ausgeblendet habe, weil das ist nervig. Also irgendwie, keine Ahnung, muss ja nicht jeder alles lesen. Guck mal, ist da Ink? Nein, da ist kein Ink. Was ist denn da überhaupt? Druide. Ich gehe sicherheitshalber schon mal hin. Für den Fall, dass... Achso, okay, schön, hat sich verwandelt. Okay, ein Schurke ist nicht sichtbar. Das ist die Frage. Okay, was kommt da? Da ist der ein Decay, der hat aber keinen Schurken bei sich. Da kommt... Zweiter Decay, kriegst du Freedom. Den greifen wir mal an. Greift da hinten an, dann müssen wir dem helfen. Du kriegst erstmal einen Richtspruch drauf. Oh, der stirbt, da brauche ich wirklich Hilfe. Na, krieg ich nicht ins Fokus. So, jetzt kriegst du mich erstmal einen Stun, mein Freund. Und du kriegst CDs. First Blood. First Blood. Oh, da ist ein Hexer. Oh, das merkt man richtig. Krieg ich den? Nein, krieg ich nicht mehr. Oh, das hat man richtig gemerkt, dass da ein Hexer dran ist. Der hat ihn ja runtergezogen. Mein lieber Schwan. So, dann können wir wieder rüber. Wie haben wir noch? Ja. Ist da Ink?
Ah, ein bisschen muss man jetzt theoretisch nicht rüber. Ja, da sind mehrere. Was ist denn da überhaupt dann Ink? Das Portal nehme ich nicht, das hebe ich mir auf. Da tappt keiner. Oh, den können wir klauen. Der Hammer ist nicht stark, aber dafür reicht es aus, wenn der Gegner low ist. Tut mir leid. Gehen wir wieder mal zurück. Natürlich, alles kommt irgendwie nicht so weit. Wo sind die denn? Ach, da oben ist auch nichts. Wenn wir natürlich Pech haben, greifen die mit zwei Schurken im Stealth da hinten irgendwo an und dann tappen die das. Ja, hier ist irgendwie nichts. Die wissen nicht, was sie machen sollen, so wie es aussieht. Nee, die wissen scheinbar wirklich nicht, was sie machen sollen. Da ist nichts. Ja, da ist einer. Ist kein Schurke dabei. Hier kommt auch keiner. Hm, das könnte langweilig werden. Oh, da ist ein Chummy. Ja, geh mal den Palli da mal, komm her. Let's attack. Oh, scheiße, bin ich dumm. Das ist unglaublich. Naja. Ich hätte mir denken können, dass ich da runterfalle. Ich bleib doch nur da stehen. Okay, er geht raus. Das ist mutig. Nee, das ist doof. Beziehungsweise denkt sich auch, leck mich. Läuft nicht. Das funktioniert aber so auch nicht, das Spiel. Okay, ja, willst du ein One-on-One? Du willst nicht. Du willst jetzt schon. Gott. Der hat aber Hunger. Okay, der hat die Dinge. Hier ist noch Schuld, oder? Killing Spree. Okay, der hat auch keine, wie heißt's? Keine, die Schmuckstücke nicht gehabt. Ach, das ist der Schurke. Gehen wir auf den Hexer. Hier, Hexer kickt. Okay, der macht nichts. Das ist jetzt auch nicht so super. Double kill. Raus. Hier, kriegst Freedom. Die K mit Freedom ist gut gefährlich. Können wir die dritte Base einnehmen? Das ist auch nochmal Freedom. Freedom for everywhere. Woo! Dominating. Ja, ich glaube, dass der Käse. Ich glaube, der Käse ist Gäse. Also Schäber uns sagt. Au, 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 au. Ich glaube, das ist ein Bot. Also Entschuldigung, wer greift? Also, entweder ist das ein Bot oder das ist einfach nur unglaublich schlecht. Welcher Schurke greift so an, dass man einen sieht? Der ist ja nicht mal in Stealth gegangen. Rebuff. Da muss man richtig rum, weil ich es kann. Ach Mist. Der kommt ja nicht weit. Godlike. Naja, Godlike war es jetzt nicht. Haben sie was getappt? Nö. So, das Spiel ist dann gleich vorbei. Spätestens wenn sie, wenn wir den Leuchtturm haben. Ein paar Sekunden später ist der Käsegesse. Sprich, das Thema ist erledigt. Das Biggie Hammer dann gewinnt. Ist da hinten Ink? Ja, ein bisschen. Gehen wir mal hin. Oh doch, da sind zwei. Da ist nur einer. Warum machen die nix? Sind wir denn eben? Ja, dann war's das. Gut, das war jetzt ein relativ schnelles BG. Ja, 9 Minuten. Gut, Damage ist der Hex halt vor uns, aber mein Gott. So meine Geheilung auch kaum geheilt. Ja, dann sage ich mir vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein sollte, ab damit in die Kommentare. Ich bitte euch immer drum. Bitte schreibt mir was in die Kommentare. Da passiert. Ich muss es immer wieder ansprechen. Es passiert irgendwie nichts. Ich weiß nicht, was das ist. Ihr schaut euch die Videos an. Freut mich natürlich, aber hinterlasst mir doch irgendwas. Mein Gott, einen Daumen hoch, einen Daumen runter. Je nachdem, wie es euch gefallen hat, einen Kommentar.
Im Moment ist mal wieder so auf YouTube irgendwie so die Philosophie, man guckt die Sachen an, aber man gibt kein Feedback. Wenn man jetzt einfach nur auf den Daumen hoch oder runter klickt, das ist doch eigentlich nicht zu viel verlangt. Ich erwarte ja nicht, dass da jetzt auf jeden Fall ein Kommentar kommt oder dass da noch ein Riesenkommentar kommt. Einfach nur irgendein Feedback, weil so weiß halt niemand, gefällt es euch jetzt oder gefällt es euch nicht? Weil wenn man jetzt, was weiß ich, jemand 1000 Leute ein Video angucken, dann weiß man nicht, gefällt es denen oder gefällt es denen nicht. Dann kann man das nicht irgendwie anpassen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, es gefällt mir irgendwie alle nicht, dann ja, habe ich halt zwei Möglichkeiten. Entweder ich ignoriere es oder ich nehme es mir zu Herzen und ändere es ab oder lass es bleiben. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn ich dann irgendwie einfach nur ein kleines Feedback bekomme. Das kleinste Feedback ist eigentlich ein Daumen hoch oder ein Daumen runter. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!